Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ladies and Gentlemen, Alison Wake and Palmer. Nee, die haben wir jetzt nicht. Weil der zweite Teil soll ja nicht mehr Rock-Jahrgang behandeln, sondern das Ziel ist, dass vielleicht der ein oder andere sich etwas notiert, in seinem Smartphone in die Playlist aufnimmt. Vom Zeugs, mit dem man gut kann lassen, mit Freude kann lassen, ohne dass es jetzt schon 100.000 Mal in irgendwelche Vorführkabine gelaufen ist. Das ist ein, beim Zusammenstellen ist mir ein bisschen flau geworden, weil schon ein bisschen ambitioniert, deswegen habe ich hier Spickzettel, auf den ich natürlich ab und zu schaue. Also, wann tönt denn der Anlach gut? Da fragst du drei Fachleute und überkommst vier Antworten. Mhm. Mindestens. Eine ganz schwierige Sache. Ich habe mich im Laufe von vielen, vielen Jahren dort durchgeführt. Eine gute Anlage muss mit jeder Musik gut tönen. Ich habe nichts von der Anlage, wo mir bei 97% von den Tonträgern, wo mir Spaß machen, seid, es tönt aber scheiße. Habe ich nicht vor. Das, was wir heute gelassen haben im ersten Teil von 73, da ist kein einziges oder vieles Produkt dabei gewesen, oder? Und trotzdem muss es Spaß machen. Und die Anlage hat das, glaube ich, gar nicht so schlecht gemacht. Ich habe auf jeden Fall Erfolg gehabt. Hier direkt vor der linken Box. ja, aber heute, jetzt soll es darum gehen, was kann man denn eventuell noch so aus einem Zauberkästchen nehmen, was gut tönt. Und wenn es dann darum geht, wie nennt man denn das Repertoire? Ne? Ich habe ja manche Kollegen, die haben so ganz, ganz spezielle Sachen. Ne? Westafrikanische Nasenflöten, tibetanische Mönchsgesänge oder ja, mongolische Mehrstimmigkeit. Aber wer will das los? Wer wird das los? Das ist mal, das hörst du eine Minute. Oh, toll. Und dann, bitte nicht. Auf der anderen Seite, unsere Dire Straits und wie sie alle heißen, haben auch schon 100.000 Mal gehört. Die Sarah Kay wächst uns zu den Ohren raus. Also, Suche nach neuen Programmen. Ich habe mir ja gesagt, okay, was machen wir? Schränken wir es ein bisschen ein auf Rock, auf Pop und auf nicht nervtötender Jazz. Also Jazz hat ja oft die unangenehme Eigenschaft, wenn die da rumtröte. Oh. Hornlautsprecher tönet mit Saxophon immer gut, ja, das wisst ihr, deswegen nimmt man die auch gern. Aber irgendwann, ja. So, dann aber auch nicht das Standardprogramm. Also ich könnte natürlich jetzt Wolf, Impulse und so das Repertoire rauf und runter. Da habe ich Kollegen, die kennen bis zur Bestellnummer alles. Nee, ne? Finde auch nicht alles gut. Aber das bleibt jetzt mal außen vor. Ich würde sagen, Repertoire, was man sich gut kann anlassen und was trotzdem gewisse high-fidele Kriterien erfüllt. Und um so die Brücke zum Schlage zum Vormittagsprogramm, habe ich jetzt gesagt, fangen wir an mit etwas aus dem 70er Jahr. Und die berühmt-berüchtigte, gefürchtete Frauenstimme als solche, ne, wird ja immer wieder gefordert. Gibt es viele schöne, gibt es viele gute. Aber ich finde, eine ist natürlich ganz, ganz wunderbar und die kann man auch als Musikfan richtig gern haben. Und das ist die Joan Baez. Und von der Joan Baez gibt es von 1975 ein Album, das heißt Diamonds and Rust. Und da geht sie so ein bisschen, arbeitet sie die Geschichte auf von ihrer Beziehung mit dem Bob Dylan. Ist auch ein Bob Dylan-Cover drauf. Aber natürlich auch so ein wunderschönes Ding wie der Titelsong, Diamonds and Rust. Und den möchte ich Ihnen mal vorspielen, da, ob Sie sich vorstellen könnte, dass man damit vielleicht die Neutralität von der Anlage ganz gut könnte prüfen, aber eben auch so detailreich. Bin ich noch auf dem Plattenspieler über? Moment, Entschuldigung. Mhm.
Jetzt muss ich um wieder verbieten. Er ist auf Null. Mhm. Weißt du, warum? Er ist ja die Qualität. Du musst ein bisschen lauter machen. Du musst Null aufmachen, dann soll es eigentlich. Ah! Danke! Halten an der Gitarre. Well, I'll be damned. Here comes your ghost again. But that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit and on the telephone. Jetzt die Gold-CD von MFSL gesehen. Es gibt auch LP von MFSL, auch leider nur noch antiquarisch. Aber wenn Sie die Bühne posten, dann empfehle ich Ihnen die möglichst frühe A&M Classic, weil die ist im Laufe der Zeit mehr natürlich mehrfach aufgelegt worden und die Versionen sind immer schlechter geworden. Und die Remaster-CD ist leider Gottes so komprimiert, dass sie die ganze Nuance in der Stimme von der Joan, ja, die man ja hier, glaube ich, nicht so schlecht hat können hören, dass die so eingeebnet werden. Und das ist der Nachteil von vielen Remaster-CDs. Da hört sich die Stimme immer so gleich an. Ne? Die ganze innere Nuance gar nicht weg. Und deswegen, ja, mit ein Grund, warum ich gar nicht so ein Remaster-Fan bin. Also, schaut. Möglicherweise die Gold-CD oder die frühe Pressing von D&R. So, jetzt war John Baez natürlich ein Name, wo jedem geläufig ist, aber wir haben ja auch gesagt, soll der ein oder andere Geheimtipp dabei sein. Und da gibt es natürlich im Vinylbereich reichlich. Es gibt viele ambitionierte Label, wo gut die Arbeit machen, wo guter Job machen, wo aber die Musik zum Teil anstrengend ist. Ein Label in, tatsächlich jetzt einmal aus Deutschland, das ist Low String Records aus Berlin. Das ist der Guy Sternberg und der schafft jetzt pur analog. Also von vorne bis hinten wirklich nur analog. Und der hat jetzt einen Künstler, der heißt Alan Rothringer. Ich muss wieder umschalten. SE2 ist das, ne? Und,
Jetzt sagt man ja immer, es gibt ja so die, diese typische HiFi-Kriterien, ne, zum Beispiel. Ordentlich Bass. Dann nehmen wir mal raus, wie das hier bei dem Stück ist. One-Step-Pressing. Übrigens betreut wird das Ganze hardware-seitig vom Helmut Brinkmann. Der kennt der ein oder andere vielleicht als Hersteller von Laufwerken. Der Endorser ist so also wie Endorser. 140 Gramm Pressige. Ja, Sie kennen möglicherweise die Diskussion 180 Gramm, 140 Gramm. Ist eine völlig blödsinnige Diskussion. Wenn sie gut gemacht ist, ist so 180 Gramm Pressung genauso gut wie gut gemacht die 140 Gramm Pressige. Ich habe viele Superschiebe aus den 70er, wo 140 und leichter sind. Es gibt auch gute 180er. Also sollte man keine Glaubensfrage aus meiner Sicht draus machen. Lassen. Also, gibt es One-Step-Pressing, das heißt, also Matrize wird geschnitten und vom erste Sohn von der Matrize wird direkt gepresst. Es kostet extrem viel Masterarbeit, je höher die Umschlag wird sie, bringt allerdings gegenüber einer mit den üblichen vier Schritten, also Vater, Mutter, Sohn, Tochter, erheblich mehr, weil jede analoge Kopie, so viel muss man schon zugeben, jede analoge Kopie ist verlustbehaftet. Wenn Sie vier Kopien haben, bevor es überhaupt abgetastet wird, ist das natürlich mehr Verlust, wie wenn Sie nur zwei haben. Also, wobei die ist allerdings die teurere. Aber es gibt sie, so viel ich weiß, kann man die noch vorstellen, bei Low Swing Records. Und das ist die Platte In Flight. In Light, Entschuldigung. Jetzt geht's natürlich, muss dann natürlich im Laufe von so einem, wenn man so etwas verzählt und Musikbeispiele macht, sollte man so zwischendurch auch wieder Musikbeispiele für wo der Fun-Faktor ein bisschen höher ist, machen. Und Ricky Lee Jones kennt jeder von Ihnen, ne? Dummerweise wird immer nur die erste LP in den Hörtests vorgespielt. Und dummerweise die zweite LP, die Pirates, wird oft nicht gespielt. Warum auch immer, wahrscheinlich, weil es die Leute nicht kennen.
Auf jeden Fall die zweite, man sagt ja oft im Rockbereich, ja, zweite Langspielplatte ist immer schwierig. Weil bei der Ricky Lee Jones ist das nicht der Fall gewesen. Die hat auf ihrer Pirates das Eröffnungsstück, das heißt We Belong Together. Und ich habe das auch auf CD. Ich spiele es aber trotzdem von der LP. Weil wenn sie einen Kumpel haben, wo seid, ach LP, da ist doch keine Dynamik drauf, spielt es ihnen wie Belong Together vor. Ich habe jetzt hier die MFSL-Version, es gibt aber auch gute Warner Brothers Pressungen. Die sind gut, die kann man auch. Also halt nur nicht, bitte nicht remastert. Warum? Weil da wird gerade bei We Belong Together das Lieslige wird halt angehoben, angelupft und das Lute wird Segel abgeschnitten oben. Das presst sich leichter, klar, tönt aber schlechter. Ich habe also jetzt hier mal, es geht so, ja, so 2 Minuten relativ leise zu und dann kommt ein Schlagzeuger, wo ich finde, es ist mit der Beste. Mit, es gibt viele gute, aber es ist mit der Beste, das ist der Steve Gadd. Ja, ja. Und da beim Steve Gadd, man hört, der macht jetzt gar nicht so viel. Aber in dem Moment, wo der dann wieder bei der Strophe einsetzt und mitspielt, ist sofort Swing drin. Und das zeichnet halt ein guter Schlagzeuger aus, auch wenn er Pop spielt. Ne? Das ist schon recht gut, aber wie gesagt, die ersten 2 Minuten gehen recht friedfertig rum. Streets without her in the rain. Oh, let me beg you.
Sich sogar schlecht die A-Gewohnheit abgewöhnt, nämlich frühzeitig auszublenden. Das ist eines der wenigen Stücke, was ich immer, immer ausspiele, komplett. Ist jemand böse deswegen? Nein. Also, ich denke, das hört man auch nicht allzu oft in Vorführungen. Und wie gesagt, wenn Sie jemanden haben, der sagt, ah, LP, er ist doch kein Dynamik drauf. We belong together. Und er wird eines besseren Bildes sein. So, jetzt waren wir ja schon nicht mehr ganz so wieselig. Frage, noch etwas weitermache im wieselige Bereich oder jetzt mal richtiges Fund, gell? Richtiges Fund, gell? Gut, Sie haben es nicht anders gewählt. Sie haben es nicht anders gewählt. Also, der Bassist Stanley Clark, seid ihr etwas? Seid ihr etwas? Der Stanley Clark, School Day ist relativ bekannt. Die zieht bei Return to Forever. Kennt man ja. Aber der Mann hat auch Soundtracks gemacht. Und aus einem Soundtrack, nämlich Poetic Justice, kennt keine Sau, keine Ahnung, was da drauf ist. Ja. Da gibt es das Stück, das heißt Justice Groove. Und jetzt weiß ich nicht, ob man mal richtig übersehen. Ein Justice Groove. Steve Miller hat das auch erlaubt, oder? Steve Miller gibt es da als Justice Groove, oder? Ja, aber das ist die coole Version. Wirst du gleich los. Steve Miller ist long. Mit so schöne Sachen wie ein ordentlicher Bass unterhalb von seinem Piccolo Bass, der Stanley Clark spielt ja auch Lina, Piccolo Bass oft, und unter dem drunter ist noch ein Synthesizer Bass, damit man auch lost, ob die Alexia so richtig runterläuft. Projekt auf. Voll zum Wachwerden. Come on, 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 come on
sind wir ein bisschen wach geworden. Also, wir sind im Jahrgang 1973, 50 Jahre her. Und wer erzählt Ihnen heute etwas, muss ich mich vorstellen. Der Lothar Brandt von Deutschland, wie man unschwer kann lassen. Wenn Sie wollen, dass ich Hochdeutsch rede, sagen Sie es. Mein Schweizerdeutsch ist wahrscheinlich nicht so gut, aber ich will Sie ja nicht beleidigen. Ja? Also, der Lothar Brandt, lang im Audiogeschäft, seit ja, jetzt 36 Jahren und immer schon großer Schweiz-Fan gewesen und hat auch ein paar Jahre die Home Electronics gemacht in der Schweiz und seit ein paar Jahren mache ich das Audio Swiss, das ist ein Supplement von der Audio und von der Stereo Play für die Schweiz. Das ist so meines und Musik seit 35 Jahren als Rezensent tätig. So, das ist der Grund, warum ich etwas erzähle. Über 50 Jahre Rock. Ich habe auf dem Klangschloss, vielleicht ist der ein oder andere von Ihnen umgegangen, auf dem Klangschloss schon die Jahrgänge 67 bis 72 referiert und haben eigentlich gesagt, jetzt ist gut. Das große Rock Jahr 5 ist gewesen, 67 bis 72, ist meine Meinung. Aber jetzt haben wir halt nun mal 2023. Was machen? Ja, und da hat der eine oder andere gesagt: Komm, Lothar, jetzt schau halt mal, 73 haben wir doch auch noch gut Musik gehabt. Ja, stimmt, 73, aber es ist nicht mehr der innovative Rockjahrgang, sondern es ist mehr so ein Jahrgang von, wo sich die verschiedenen, vorher schon längst ausgebildete Stile mehr oder weniger perfektioniert haben. Also zum Beispiel Progressive Rock geht ja 69 schon los. Aber 73 kann man natürlich mit Genesis zum Beispiel, Selling England by the Pound. Wenn wir davon etwas entlassen, müssen Sie es noch sagen, Ernst B. Oder wir haben im Rahmen der großen Live-Albe Yes, Yes Songs, Schau von 73. Und wenn man da ein bisschen sich einarbeitet, dann merkt man, gar nicht so schlecht gesehen, 73. Und es hat aber auch ein paar schöne Pop-Sachen. Und was wir eben gelostet haben, das waren die Les Humphries Singers. Weiß jemand, wer da unter anderem Lead-Vocals gesungen hat? Der König von Mallorca, der Jürgen Drews. Er ist bei den Les Humphries Singers gesehen. Und da bei Mamalou singt er auch mit Lead-Vocals. Ja, und so gibt es halt immer so lustige Querverbindungen. Wissen Sie zufällig, wer es die meistverkaufte Single 1973 in der Schweiz gesehen ist? Nur Mut. Aber tief im Giftschrank. Ganz tief im Bonnie Gift. M. Nein. Es ist der Demis Roussos gesehen. Goodbye, my love, goodbye. Also, ich habe etwas aus meinem Giftschrank auch dabei. Wer sagt, wir müssen unbedingt auch noch Demis Roussos lassen, können wir machen. Ich würde jetzt aber mal sagen, gehen wir in den Bereich, wo sich so ja, auch Vollendungs- und aber schon erste Abnutzungserscheinungen zeigen. Led Zeppelin. Ne? Houses of the Holy ist 1973 rausgekommen. Und jetzt gibt es eine Menge Leute, die sagen, ja, das ist ein super Album. Ne? Aber ich sage immer, Houses of the Holy hat genau ein Problem. Und das ist Led Zeppelin 4. Ein Mega-Album. Jeder Song outstanding, überklasse. Und dann kommt halt Houses of the Holy. Ja, gute Songs, doof. Sehr gute Songs. Der John Paul Jones, also der Bassist und Keyboarder, emanzipiert sich so ein bisschen von Robert Plant und von Jimmy Page. Aber es hat halt auch verdammt schwache Songs drauf. Also das ist Jamaica zum Beispiel, es soll Reggae sein, aber 73 hat halt Bob Marley zum Beispiel in London auch sein Catch a Fire aufgenommen. Und das ist halt etwas Cheats, ne? Das ist richtiger Reggae. Und bei Led Zeppelin hört sich ein bisschen schwerfällig an und so weiter und so fort. Man kann da stundenlang drüber schwätzen. Ich würde sagen, wir spielen etwas von Houses of the Holy. Haben Sie Lust auf der einzige richtige Rocktitel von Houses of the Holy? Oder soll er mal das Stück, wo der John Paul Jones so richtig gut ist? Das ist das No Quarter. Auf was haben Sie mehr Lust? No Quarter?
Dauert halt immer noch weh, bis ich da drin bin. Sie hört die Stimme von Robert Plant, der jagt die durch so, also der Jimmy Page hat sie produziert, der jagt die durch einen sogenannten Flanger. Deswegen ist die Stimme von Robert Plant nicht klar, sondern so mit so einer bestimmten, ja, mystischen Verzerrung. Und also nicht, dass ich sich wundere, da die Alexia wird jetzt verzerren. Nein, das ist die Aufnahme. So. Sie kennen jetzt möglicherweise auch die Live-Version. Die Live-Version ist auf The Song Remains the Same. Auf der Tour, mit der Led Zeppelin seinerzeit alle Rekorde gebrochen hat, wirklich, die meisten Zuschauer, die meisten Einnahmen, da ist im Madison Square Garden sind 3 Shows mitgeschnitten worden. Es hat nur ein Problem gegeben. Der John Paul Jones ist zwischendurch beim Chorfolk. Das heißt, wir haben in dem Film Szene, wo er mit seiner kurzen Prinz Eiserherz Frisur und einmal noch mit der längeren zu sehen ist. Das ist ganz, ganz lustig. Da hat also der Zeppelin einige Streuslinien ausgefochten, aber voll für 70 ist er schließlich rausgekommen. Mit einer, also aus meiner Sicht, wunderbaren Version, Live-Version von No Quarter. Wo es im Übrigen nicht um irgendwie Quartiersuch geht, sondern tatsächlich um Wikinger.
Zwickinger-Thema ist ja immer auch eins von Robert Plant, siehe Immigrant Song. Wenn man ja vom Rockjahr 1973 schwätzt, kommen wir natürlich an einem Titel, insbesondere wenn wir HiFi-Fans sind, auch nicht vorbei. Ne? Wir müssen auf die dunkle Seite des Mondes. Mhm. Ich denke, das sind wir einverstanden, wenn ich davon etwas spiele. Ich bin immer am Fragen, ich frage immer die Leute, was wir uns hören. Der erste aufgenommene weibliche Orgasmus auf dem Rockbereich, nämlich The Great Gig in the Sky mit der Claire Torrey, die auch später sogar ihr Credits dafür überholt hat. Oder der Song, der eigentlich passe du zu Pink Floyd, aktuell Money. Warum Money? Ihr wisst, ist jetzt wieder rausgekommen, noch einmal remastered, noch einmal in 5.1, noch in Dolby Atmos. Du kannst also, wenn du willst, kannst du das posten, das Ding. Fünfmal das gleiche für 250 Stutz. Weiß ich nicht so genau, ob man das braucht, aber es gibt's halt. Ich hatte die Version aus dem wundervollen Jahr 93. Da hat es auch schon Remastered-Versionen gegeben. Ne? Also The Dark Side of the Money hat es schon immer gegeben. also ihr werdet jetzt lieber Money haben. Vollvierteltakt. Ja? Das ist immer schwierig für den Schlagzeuger zu mitzählen, wenn man es covert. Mich immer gewundert, weil ich Nick Mason nie für so großer Schlagzeuger komme. Also. Aber den im Vierteltakt zieht er halt durch. Das ist, wenn man jetzt eine LP hätte, ne? Erstes Lied, zweites Lied, bumm. Aber welcher Track ist das jetzt? Weiß das jemand zufällig auswendig? Also, wozu? Wer lesen kann, ist im Vorteil. Track 5. Es ist Feufi, ja. Feufi. Ich muss hier noch Play drücken. Thank you.
Pink Floyd natürlich outstanding. Es ist noch lange natürlich nicht das erste Album von Pink Floyd gesehen. Die haben ja auch 67 schon angefangen. Damals noch mit dem Syd Barrett als Hauptsongschreiber. Aber der war ja schon spät, schon sein zweiter Album weg vom Fenster. Zu viel Lysergsäure-Diethylamid ist nicht gut fürs Großhirn. Das als Warnung. Roger Waters hat später immer gesagt, wenn er gefragt wurde, ist, ja, wie habt ihr es denn gehalten? Er hat immer gesagt, der Syd hat so viel LSD genommen, da haben wir haben gar nichts mehr brauchen. Ja, also ich habe ja eben schon angetönt, es hat ja auch so in Sachen Vollendung, hat es ja auch aus meiner Sicht, wie gesagt, ich lasse da auch gern mit mir reden, das beste Album von Genesis, Selling England by the Pound. Das habe ich von der Peter Gabriel Besetzung immer fürs großartigste, weil ausgefeilte von der Komposition etc. Es gibt Leute, die sagen, nein, Nursery Grunge, dann Foxtrot, da ist doch Sabbath's Lady drauf. Oder The Lamb Lies Down on Broadway. Ja? Das letzte Album mit Peter Gabriel. Ich finde nach wie vor in der Vorbereitung auf den Vortrag da, fühlte ich mich wieder bestärkt. Und also es ist schon toll, was die da gemacht haben. Man muss ja nicht unbedingt kein Nobody-like-R spielen, das ist mehr oder weniger Pop. Aber zum Beispiel der erste Titel oder The Cinema Show, Firth or Fifth, das sind alles Übersongs, hätte sie bestimmte Präferenzen, was man von denen können spielen. Da würde ich sagen, spielen wir gleich das erste, das heißt Dancing with the Moonlit Light. Und für die Leute, wo daheim eine Mehrkanalanlage haben, es gibt eine wundervolle SACD davon im 5.1 Mix. Das ist wirklich ausnahmsweise wirklich gut gemacht. Kann man sich anschauen. Besser zum Beispiel wie der 5.1 Mix von Dark Side of the Moon. Meiner Meinung nach. Aber wir hören das jetzt natürlich in Stereo. Dancing with the Moonlit Night. Peter Gabriel Vocals, said the unicorn to his true love's eyes. It lies with me, und der große Steve Hackett maybe, for her merchandise he traded in his prize. Und für Collins am Schlagzeug. Damals noch ein super Drummer. Paper late, cried a voice in the crowd. Man dies, the note he left, a sign old Father Thames, it seems he's drowned, selling England by the pound. Der Gitarre-Song hat damals nur der Hecke zu. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Chewing through your wimpy dreams, they eat without a sound. Digesting England by the pound. Young man says you are what you eat well. Yeah.
man so etwas ausblendet, oder? Ich schäme mich auch. Aber wir wollen ja noch ein bisschen mehr Musik lassen, weil es ja auch 73 enorme Bandbreite gibt. Also es ist ja nicht so, dass nur Progressive Rock oder nur Hard Rock an Bord ist. Lothar, der Collins ist nachher später denn zu Genesis. Der Phil Collins ist zu Genesis Horn 1971 fürs Album Nursery Crime. Okay. Ist er gekommen. Der war vorher noch bei einer anderen Band gesehen und hat als Kinderschauspieler reüssiert und war dann sozusagen am Scheideweg und für ab Nursery Crime hat er sich für Genesis entschieden und hat ja dann ab A Trick of the Tail die Rolle von Peter Gabriel übernommen. Aber er war halt seinerzeit auch wirklich ein Top-Schlagzeuger. Ne? Das kann man auch immer wieder lassen in seiner frühen Genesis-Aufnahme. Jetzt ist natürlich neben dem Progressive Rock die bestimmende Richtung im Rock sicher der Hard Rock gesehen. Welche berühmte große Hard Rock Band hat denn 1973 gleich zwei Alben rausgebracht? Ich sag's gleich, 72 ist es die Purple gewesen, Machine Head und Made in Japan. Und 73, ein Jahr später, ist tatsächlich Uriah Heep gewesen. Magician's Birthday als Studioalbum und dann, man eiferte ja immer so ein bisschen die Purple nach, das Uriah Heep Live. Frage, sollen wir etwas spielen von die Purple, die ja auch 73 noch ein Album gemacht haben in der Mark II-Besetzung? Oder sollen wir etwas spielen von Uriah Heep? Uriah Heep? Live oder Studio? Live. Ich tue immer gerne sagen, weil der Mann lächelt ja, oder hat in den 70er oft Uriah Heep so lieb lächelt. Ja? Aber das war eigentlich schon eine verdammt gute Band. Vor allen Dingen, sie haben mit David Byron einen Sänger gehabt, der war richtig klasse. Der hat sich halt dummerweise totgesoffen. Bei dem ist es jetzt, das ist ein typischer Bub aus der Blacklands in England und Arbeiterkind ohne große Bildung und dem ist natürlich das willfahren, was sehr viele Rockstars willfahren, ist es viel lange wieder dabei, was macht man? Er hat halt die harte Droge nicht genommen, sondern er hat halt gesoffen und das viel zu viel. Nichtsdestotrotz ist er zur Zeit von Uriah Heep Live, also bis Uriah Heep Live, sicher ein super Sänger gewesen. Kommt höher wie die Ian Gillan von Deep Purple. Hat jetzt nicht ganz so die Wucht auch im mittleren Register wie der Ian Gillan, aber war ein super Sänger. Wenn ihr loset von der Live, hätte ich zum Beispiel im Angebot Sweet Lorraine oder Easy Living oder die Ballade July Morning was, oder Look at Yourself, was wird? July Morning. Ah, ein Herr mit zarter Seele. Das könnte jetzt lachen, oder? Ich bin das bei allen zart beseitigten zu entschuldigen. Aber da steht doch 5 July Morning. Na gut. Song for the first time to look at yourself and it's called July Morning. Nicht mein Fehler. Mm-hmm. Das ist voll. Ja, das ist voll. Thank you.
Zeit erst mit dem Eintritt von Glenn Hughes und David Coverdale zwei gleichwertige Sänger gab. Und also das war zum Beispiel Alleinstellungsmerkmal von Uriah Heep seiner Zeit gewesen. Übrigens, der Mick Box, der Gitarrist, der lebt immer noch. Und, Uriah Heep hat tatsächlich jetzt 20 nochmal Platten rausgebracht. Ist nicht schlecht, Also er, Mick Box, natürlich allein von, noch von der Urbesetzung dabei, aber nicht schlecht, also haben selber gestaunt. So, wenn wir jetzt also im Bereich Rock von Vollendung reden, sind wir immer so blöd, wenn die Künstler noch leben. Aber 73, ich habe mich ja eben schon entschieden für Genesis, ein Album, was vielleicht nicht jeder als bestes sieht. Bei The Who ist das bei mir genauso. Viele sagen The Who, ja, Who's Next oder natürlich Tommy. Das ist doch das Album von The Who. Nein, meiner Meinung nach ist das nicht so gewesen. Die haben nämlich 73 mit Quartofinia das Konzeptalbum rausgebracht, was musikalisch von der Komposition und auch von der Instrumentaleinstiege schon aus meiner Sicht viel besser gesehen ist. Das ist das berühmte Album mit der Geschichte von dem Modkit. Ne? Sieht's aus. Ach so, warum führe ich eigentlich nicht mit LPs vor? Ich mache die Vorträge insbesondere über die Jahrgänge. Die mache ich immer mit CDs. Das hat zwei Gründe. Erstens die analoge Platte, aus der zieht. Die führe ich nicht so gern in der Gegend rum. Das wird jeder analog finden, verstanden. Ja, dann die nehmen schade und manche überholen sogar Füßli und sind dann weg für immer. Und das mag ich nicht riskieren. Zweite Antwort, warum keine Playlist? Das ist doch halt so cool. Sie kennen die Definition von hochwertiger Digitalanlage. Digital ist, wenn es nicht funktioniert. Also, ich komme dann hier ganz großartig mit meinem iPad an, ne? Mit der Playlist drauf und garantiert, irgendwas mit dem Netz funktioniert nicht oder die Geräte verstehen einander nicht. Oder, und es gibt nichts Peinlicheres in einem Musikvortrag, wenn keine Musik kommt. Oder? Ja, würde sie, glaube ich, ähnlich sehen. Ja, ja. Deswegen habe ich hier, was denn der Rock, Jahrgang 73, nur LPs dabei, heute am Nachmittag. Da gab es um audiophile Tipps. Da habe ich natürlich jetzt ein paar LPs mitgebracht. Mit zitterndem Herzen. Aber es ist Ihnen toi 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 bislang nichts passiert. Also jetzt von CD, The Who.
Es gibt Leute, die werden von der Quadrophilia lieber den Single den, es gibt den Single-Hit 515. Es gibt den Signature-Song von Roger Daltrey, Love, Rain or Me. Natürlich mitreißende Hymne. Und es gibt mein Lieblingslied von der Platte, das ist gleich das erste, nämlich The Real Me. Warum? Weil dort der Bassist, der John Entwistle, unheimlich in die, also für 73 wirklich verdammt gut Zeug spielt. Also ich überlasse es Ihnen. 515, The Real Me oder Love Rain All Me. Das war doch so heiß. The Real Me? Mhm. Würdet Sie mir da erlauben, sogar im Pegel ein bisschen höher zu bauen? Aber sicher! Guter Mann! Ganz gut! Ja, das linke noch, wenn das es kommt, geht das schon. Nein! Also ich weiß zufällig aus sicherer Quelle, dass die richtig pegelt. Ja. Gell, Roland? Ja, absolut. Ja, und, im nächsten Audio Swiss ist der Testbericht drin. Aber wir wollen es ja nicht übertrieben, zumal ich ja hier direkt im Schalter gucke. Also es geht los mit so ein bisschen Rausche, deswegen ist es der Titel 2, aber es ist eigentlich der erste. John Entwistle, er hat als Bassist war er erstens mal als Instrumentalist super, zweitens hat er mit Keith Moon als Drummer zusammenspielen können. Und sie lässt das ja, selbst bei Studioaufnahme, der Keith Moon hat ja nie mehr wie zwei Takte durchgespielt. Er hat ja immer Breaks gespielt, also der konnte gar nicht anders. Und drittens hat er auch noch die Hornsektionen, der hat auch der John Entwistle gespielt. Also die Bläser-Sache sind auch von ihm. Das war also wirklich sicherlich von der Begabung sicherlich der Beste von der Ruhe. Und leider ist es auch tragisch verstorben.
dass von The Who jetzt nur noch der Sänger und der Gitarrist gäbe, ist auch irgendwie lustiger Fakt, den man so hat in der Rockmusik. Drogen sind natürlich auch 1973 extrem virulent in der Branche. Wir haben ja eben das Stück von Uriah Heep gelassen, der Gary Tane, der Bassist, auch Heroin gestorben. Und es zieht seine unglückliche Spur. Aber es gibt natürlich im Bereich der Rockmusik einer, so ein Untoter, der lebt immer noch. Und 73 muss man sagen, ja, so wie Spitz, wie Blut ist noch im Heroinkreislauf drin gewesen. Das ist der Keith Richards natürlich, ne, von den Rolling Stones. Wir haben es eben von der Zartbeseite, das sind ja wieder nur Herren. Wenn ich den Vortrag halte vor einem gemischten Publikum, wo also auch Damen die sind, dann geht's nie ohne Angie. Ja? Angie muss sie, das ist jede Frau seit, muss unbedingt her. Frage an die Herren, sollen wir Angie spielen? Das ist fürs Herz von The Rolling Stones von 73. Ne, können wir auch etwas anderes spielen. Da würde ich doch mal sagen, wie wäre es zum Beispiel von der einer damaligen oder vormaligen Konkurrenz von The Beatles. 1973 hat Paul McCartney mit seinen Wings auch ein ganz berühmtes Album gemacht. Das hieß Band on the Run. Und damals versucht sie, ein über den britischen Tellerrand hinaus zu lurken. Er ist auf Lagos gegangen, in Nigeria, und hat also da versucht, in dem dortigen Studio irgendwelche Apps auf die Reihe zu bekommen, aber das ist nicht gelungen. Dennoch, das Album ist also aus meiner Sicht von McCartneys Solo-Karriere wird sicherlich eines der stärkeren. Und ja, wenn wir jetzt die Vinyl-Version hätte, wäre das alles viel leichter. Ich bin immer am Gurke. Was kann man den Leuten vorspielen? Also ich selber finde den Pickle Jet ziemlich gut. Wir haben allerdings auch Mrs. Vanderbilt drauf oder Picasso's Last Words. Sind Sie einverstanden, wenn ich The Jet A spiele? So wie ich das ist, das. Weil das ist mal wieder so typische Reissue-Geschichte mit Bonus-Tracks und sowas allem. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige CD verwischt, wo das jetzt wirklich auch hält.
Band hat er nichts davon gehabt, auch früher sitzt. Da sind wir natürlich beim Bericht Singer und Songwriter. Der wird oftmals vernachlässigt, wenn man über 73 halt, 73 Hard Rock, Glam Rock, Progressive Rock. Aber was ist eigentlich mit der Singer und Songwriter gewesen? Die sind nicht stumm gewesen. Also es gibt großartige Alben, zum Beispiel von Elton John. Es gibt auch von Billy Joel klasse Songs aus der Zeit. Frage: Elton John oder Billy Joel? Präferenz? Billy Joel. Man sagt Billy Joel. Und also das Album, was wahrscheinlich wirklich jeder kennt, ne? Piano Man, das ist von 73. Die meisten Leute denken, das wäre viel später gewesen, aber nein, es ist von 73. Strotzt vor Supersongs, muss man also wirklich sagen. Also allein für Captain Jack wird das Album in die Stratosphäre gehören. Aber natürlich, der Titelsong ist natürlich ganz, ganz bekannt. Ich würde sagen, weil das Album Piano Man heißt, spielen wir auch der Piano Man. Ist das gut für Sie? Aber wie gesagt, wenn Sie einen Anspieltipp brauchen für das Album, also der Schlusstitel, Captain Jack, unfassbar gut. Alle Amis sind saudoof. Nein, das ist ein richtiger, intelligenter Mensch und ein großartiger Mensch zudem. Und so allein für so eine Zeile, ne, er singt halt nicht einfach nur, als ich jünger war, ne, sondern er singt,
als ich die Kleider eines jüngeren Mannes trug. Also, when I wore a young man's clothes. Ja, das finde ich dann schon, okay, der Mann hat's drauf. Also heute leider Gottes körperlich ziemlich hinfällig, ist also nicht mehr so in der Lage aufzutreten. Er hat ja zeitlang eine Konzertserie mit dem Elton John im Madison Square Garden gehabt, jedes Jahr. Und ein Kumpel von mir, der ist da also regelmäßig hingeflogen und das muss also jedes Mal immer noch beeindruckend sein. Jetzt kommt natürlich oft die Frage auf, Mensch, 73, da, was waren da eigentlich in deutschen, deutschen Landen so? Also von der Schweiz kann ich Ihnen sagen, Krokodil, Sweat and Swim, ist 73 rausgekommen, aber jetzt in Schweizer Mundart, da bin ich ehrlich gesagt überfreit. Und das steht auch im Internet nicht so viel. Also ich weiß es nicht, hat jemand von Ihnen einen Tipp? Ich habe keiner. Es tut mir leid. Und die Krokodile ja nicht natürlich nur als LP. Es gilt im Übrigen auch für viele andere Krautrock-LPs, also Can. Zum Beispiel Future Days ist rausgekommen, 73. Sowas habe ich alles nur auf Vinyl. Da bitte ich zu entschuldigen, was ich nicht nur auf Vinyl habe, ist natürlich uns Udo. 73 ist das Jahr gewesen, wo er vorher schon zwei Platten rausgebracht unter eigenem Namen mit verschiedenen Jazz-Rock-Bands auch. Aber das Durchbruchsalbum in deutscher Sprache, das ist gewesen, alles klar auf der Andrea Doria. Und das war 73, hat jetzt noch nicht so furchtbar hohe Verkäufe gehabt. Die sind mit Ball pompös und Wotan Wahnwitz. Das sind 74, 75 die Platte. Aber die haben dann Andrea Doria mit Ufe gezogen. Und insofern kann man das Album also nach wie vor vorstellen. Es hat sehr, sehr schöner Song. Alles klar auf der Andrea Doria. Wieder die Frage, das zartbeseitete Cello heißt das Lied, ist eigentlich erstaunlich für die damalige Rockszene oder halt der Titelsong, alles klar auf der Andrea Doria, das ist noch so richtig mit, runter da. Ich würd einfach mal sagen Cello und wenn Ihnen jemand versucht, die entsetzliche Neuversion mit dem Typ, der etwas durch die Nase singt. Das braucht kein Mensch. Jan Delay heißt er. Nehmen Sie Abstand, holen Sie das Original. Ist nicht Peter Maffay noch in selber eine Zeit? Der Peter Maffay 73? Nein, noch nicht. Du ist von 1974. Ah, okay. Du ist der Durchbruch in Deutschland gewesen. Das ist aber einer, wo. Aber wenn Sie, also wie gesagt, der Giftschrank ist nicht geschlossen. Ich habe auch deutsches Lied gut, richtig deutsches Lied gut ausgezogen. Und dann ist man noch Nena gekommen, irgendwann, oder? Nena? Nein, also, nein, früher sind Sie. Nein, nein, ja, irgendwann dann so 80 oder so. Ja, das ist schon 80er. So, jetzt haben wir noch mal. Wenn ich Peters und Marco, ist das Peters und ja, da ist, du hast jetzt gerade recht. Da sind wir Anfang der 70er, weil wir so im Auge. Aber gut, bevor ich jetzt der Udo A spiele, also zum Beispiel der größte Hit von Cindy und Bert, immer wieder sonntags, das ist von 73. Ach so, apropos Giftschrank, was glauben Sie, war denn in Deutschland 73 die meistverkaufte, ja, von den Singles haben wir sie eben von der Schweiz auch gehabt, aber in Deutschland und in der Schweiz die meistverkauft LP. Jetzt kommt etwas zum Fremdschämen. Der Deutsche muss sich fremdschämen. Heino, seine großen Erfolge Teil 3. Jawohl. Ja. Und was war Nummer 2? Die Purple Made in Japan. Das hat's geil. Das war damals in der gleichen Charts und unglaublich, aber wahr. Und wer hat 2 LPs in den Jahrescharts platziert? 2 LPs? Es war nicht Uriah Heep, das kann ich gleich sagen. James Last. James Last war nämlich Platz 4 und Platz 5 mit 7 mit und Nonstop Dancing 73.
Sensationell. Was der Mann an Platte verkauft hat. Aber der hat auch eine wahnsinnig gute Band gehabt. James, ja. Der Musiker von der ganzen. Die Musiker von James Last, die waren outstanding gut. Ja. Und die haben aber nicht nur James Last Musik machen. Und deswegen hat sie abspannt. Okay? Ein paar Musiker von der James Last Band, die haben die Band Lucifer's Friend gegründet. Mhm. Und Lucifer's Friend, die haben richtig geiler Hardrock gemacht. Allerdings erst 74. Lebt der James Last? Lebt der noch? Ja, der ist gestorben. Okay. Vor zwei Jahren. Habe ich aber ja gesagt. Nein, also er ist tot. Aber er lebt natürlich in seinem Werk. Non-Stop Dancing. Oh Mann. Das war doch eine Scheiße. Ey. Naja, okay. Fremdschäme genug. Jetzt kommt Udo mit Shadow. Zu beschränken. Die wäre jetzt bei gleich um. Roland, wie siehst du das? Wie seht ihr das? Hätte sie gerne noch ein oder ist es jetzt gut? Ich hätte natürlich einen Titel, mit dem hätte ich jetzt die ganze Dreiviertelstunde können bestreiten. Hat jemand da Ahnung, was das könnte sein? Ein Titel über 40 Minuten lang. 40 Minuten? Ja, von 73. Hat keine Ahnung. Nicht. Gib mal ein Mick Oldfield. Tubular Bells. Das ist 73 rausgekommen. Und der war natürlich ein Hammer für die Ziele. Ich meine, die Longtracks, klar, ne? Wissen wir alle. Yes, Close to the Edge, Genesis, Supper's Ready. Also der Longtrack war etabliert, aber über zwei Seiten, komplett nur getrennt durchs Umdrehen. Das hat klar die Ian Anderson mit Thick as a Brick. Das war aber mehr oder weniger schon unterschiedliche Geschichten.
Aber dass es so mit einem Song voll durchgeht, das ist wirklich der Mike Oldfield gesehen. Im Übrigen, es gibt so viele Merli, die immer so erzählt werden. Eins der Merli ist, dass mehr oder weniger vom Himmel gefallen wäre. Tubular Bells stimmt natürlich nicht. Der ist da in diesem Manson-Anwesen schon mehrere Jahre mehr oder weniger ein- und ausgegangen. Er hat vorher mit seiner Schwester, mit der Sally, schon Platte aufgenommen, hat in viele Bands auch Bass gespielt. Also der ist nicht vom Himmel gefallen, der Mike Oldfield, mit Tubular Bells. Nichtsdestotrotz, der Richard Branson, also der Virgin-Platte-Chef, hat gesagt, ich mache ein Label auf, Virgin Records, und du kannst machen, was du willst. Der Mike Oldfield hat gemacht, was er will, und das ist Tubular Bells gesehen. Und weiteres Merli ist, er spielt alle Instrumente selber, das tut er nicht. Er holt sich schon Unterstützung, also am Schlagzeug zum Beispiel. Und natürlich der Master of Ceremonies, das ist einer von der Bonzo Dog Duber Band gesehen, der die ganzen Instrumente am Ende von Seite 1, wo die so nacheinander alle kommen, und am Schluss Tubular Bells. Das ist von der Bonzo Dog Duber Band gesehen. Nichtsdestotrotz, am bekanntesten ist natürlich das Intro, beziehungsweise die erste 4 Minuten. Und ich denke, Rückblick aufs Jahr 1973 kann ohne Tubular Bells nicht sehen. Deswegen konfrontiere ich sie jetzt mit der ersten paar Minuten, aber ich hoffe, sie langweilt sich nicht. Gibt es jetzt übrigens auch wieder remastered? Könnt sie auch? Mehrkanal-Mix und was weiß ich, was für Zeugs kauft. Die Leute fragen ja ab und zu, ja Brandt, was ist denn so die Best-Version, was muss man denn haben? Aus meinem bescheidenen Wissen, bei Tubular Bells, die mir bekannte beste Version, die auch beste klingt, das ist die in dem, da hat sie LP-Set, gell? 4 LPs, das hat ganze Boxed. Und da ist also Tubular Bells, Hurtges, Stitch und Overdown drin. Und das, was jetzt als Bonustracks in der neuen Version vermarktet wird, das ist da drin gewesen. Die ist auch späte 70er. Und das ist eigentlich eine recht gute Version auch von Tubular Bells. Das war erst 20 gewesen, da, haben wir noch da rausgebracht. Das ist unglaublich. Der Mike Oldfield ist 20 gewesen, da stoppt. 19 ist er gewesen, wie er angefangen hat mit der Aufnahme. Und 20 ist er gewesen, wie er rausgekommen ist. 73 ist es rausgekommen, 53 ist er geboren. Mhm. Ich habe gemeint, mit Shadow on the Wall. Dort ist doch der richtige Durchbruch eigentlich auch. Ja, die, als Single-Künstler, ja. Wo der Roger Chapman gesungen hat. Okay, ja. Das muss man kennen. Thank you.
muss ich das einmal vorstellen. Ne? Das war ja noch in analoge Zeit. Das heißt, auf der 16-Spur immer wieder retour und immer wieder neu overdubbed und immer wieder und immer wieder. Das muss ein Hure-Geschäft gewesen sein. Aber und deswegen würde ich das Album einfach höher schätzen, wie das neuzeitlich mit den ganzen digitalen Loops und sowas. Da produzierst du etwas daheim und im Home Recording. So langweilig tönt es dann auch. Also da ist der Mike Oldfield seinerzeit schon der Pionier gewesen. Also das war schon großartig. Ich selber finde auf Oma Down noch ein paar Stücke, also ein paar Passagen noch ein bisschen packender. Aber das ist Geschmackssache, Tatsache ist Tubular Bells ist nach wie vor ein Jahrhundertalbum. So, und jetzt muss ich allerdings, damit es nicht zu sich zu viel zieht, mal langsam zum offiziellen Schluss von der Veranstaltung kommen, damit der Roland auch noch sein anderes Zeugs kann machen. Zugabe mache ich gern, aber im offiziellen Teil, was auf keiner Fall natürlich fehlen darf, ist und was oft in solche Rockrückblicke versäumt wird, ist die Black Music. Ja, also wir haben da schon den weiße, eurozentrische bzw. US-amerikanische Blick. Es hat aber natürlich auch in der Black Music großartige Sachen gegeben, ja, das Stevie Wonder zum Beispiel. Und dann mit dem großartigen Produzenten Norman Whitfield. Der hatte 1971 die Temptations aus der Doo-Wop sozusagen Vergangenheit rausgeholt und hat mit Papa Was a Rolling Stone Wahnsinnsnummer produziert. 1973 hat es von den Temptations auch ein Album gegeben, das heißt Masterpiece. Und das ist auch mit einem sehr, sehr langen Titeltrack und mit einem Single-Hit, der hieß Ma. Und es gibt dann noch Lord of the Land. Wäre jetzt ein Angebot. Das zweite Angebot, 73, ist natürlich auch das Jahr des Glamrock. Debüt-LP von, wir haben es gerade da, von Du warst eine Göttin für mich, Susie Quadro. Mhm. Ja? Can the Can, 48 mhm. Crash von der ersten LP, das sind damals riesen Single-Hits. Sie im ganzen europäischen Raum. In USA komischerweise nicht, obwohl Susie Quadro aus Chicago stammt. Das ist keine Engländerin, das ist US-Amerikanerin. Die im Übrigen schon bevor sie von Jimmy Chap, also Nick Chin und Mike Chapman, in England so groß gefördert wurde, ist, die hat in Chicago Girl Band gehabt. Weiß man nicht, oder die meisten Leute wissen das gar nicht. Nein, das ist eine US-Amerikanerin, wohnt im Übrigen jetzt in Deutschland. Also die Glamrock oder Stevie Wonder, oder wir haben natürlich auch noch den Bereich Fusion. Also die Fusion von Rock und Jazz, die ist natürlich auch Anfang der 70er sehr wichtig geworden. Das Mahavishnu Orchestra hat 73 Live-LP rausgebracht. Between Nothingness and Eternity. Also von den drei Sachen würde ich Sie jetzt einfach bitten, damit wir es nicht zu lang machen, wählt Sie eins aus und ich spiele es dann gern, aber ich habe auf die andere Sache wenigstens hingewiesen. Also Mahavishnu Orchestra, das ist sehr virtuos. Mhm. Stevie Wonder ist Stevie Wonder. Ja. Und die Temptations finde ich eine tolle Nummer, aber wie gesagt, ich will ihn gar nicht sagen. Sagen Sie einfach, was Sie denken. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Okay. Also dann holen wir doch. Also wie gesagt, bei den Temptations ist natürlich mit, ach Gott, 10 Years After, Recorded Live. Ja, mein Gott, steht direkt mit der Frau. Darf man auch nicht vergessen, gell? Blueswalk. Gut. Also Temptations ist eigentlich eine Gesangsgruppe und von dem berühmten Motown-Produzenten Norman Whitfield, der hat sie halt getrimmt. Sie haben dann im Studio mehr oder weniger nur ihre Gesangsparts haben, aber künstlerisch mehr oder weniger nicht, so sage ich dir. Ich spiele jetzt also den Single-Hit Law of the Land.
Ja, so die typische Norman Whitfield Ingredienzien. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem noch ein bisschen Spaß gemacht. Das war die Kanadierin, das war wirklich eine Kanadierin, Anne Bisson aus der Provence Québec. Deswegen musste man den Namen auch Französisch aussprechen. Mit der Coverversion von Aphrodite Child, The Four Horsemen. Manche fragen mich immer, ja, du bist doch so großer Fan von ECM und dann bist du doch eigentlich die halb vorführig, wenn ich ECM mache. Das Problem ist, manche Musik strengt da schon sehr an von ECM-Produktionen, also Edition of Contemporary Music aus München. Gibt es viel, was recht ähnlich tönt, also es gibt auch Leute, die können nach dem zweiten Jan Gaberek-Stück kein Saxophon mehr lassen. Darauf muss man ein bisschen Rücksicht nehmen, aber ein ECM-Werk, was kaum bekannt ist, was schon aus der Frühzeit stammt, von 1974,
Das ist das da. Das ist der Gitarrist John Abercrombie mit dem Pianist, Keyboarder Jan Hammer und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette. Und ich habe es auch auf CD da. Wir können jetzt gerne auch von CD lassen oder soll ich LP? Wie Sie wollen. LP hat einen riesen Vorteil. Das titelgebende Stück, aus meiner Sicht ganz, ganz wunderschön. Da, der Peter ist schon fast am Schlafen, kann er da richtig hinschlafen? das Titelstück heißt Timeless und das hat einen riesen Nachteil. Deswegen wird es wahrscheinlich nie im Hörtest gesetzt. Die ersten 4 Minuten sind eigentlich nur so Gedödel. So Gesumse, also für mich nervtötend. Oh, aber dann. Manchmal lohnt es sich, 4 Minuten Nervtöterei durchzulassen. Ja, spare ich Ihnen. Mir setzt gleich an, wenn die Musik kommt. Das ist richtig schön. Das ist ECM-Aufnahmen. Das ist eine ECM-Aufnahme. Der hat doch viele Platten auch noch gemacht. Also die haben recht viele Platten gemacht. Ja, können Sie, wenn Sie wollen. 6300. Ja, doch. Aber es wie gesagt, das Spektrum ist relativ groß. Ich versuche jetzt die Stellen zu finden, wo das Gefäudel aufhört und die Musik anfängt. Ja, so geht das halt 4 Minuten. Sumse, sumse. Ich hätte schon denken, sie hätte die zweite Seite hätte sie sich schenken können. Dann kommt auf einmal Musik. Dauert jetzt noch bis das Spitze. Richtiger Bass,
echter Bass auf der Platte, sondern das wird alles mit der Orgel, Orgelpedal. Ja. Deswegen geht es auch so schön ab. Spiel die Jan Hammer. Thank you.
Also es ist immer ganz lustig so im Auditorium. Ne? Die eine sagt, oh, so langweilig. Und die andere sagt, oh, wie schön. Ich spüre, dass es hier so ganz ähnlich ist. Aber ich meine... Aber ich hoffe, wie gesagt, der ein oder andere wird es vielleicht lieben lernen, wie ich auch. Im Übrigen, die erste Siete, die ist schon sehr fetzig. Also da, die ist nicht jetzt hier wie das hier geeignet, die Nerven runterzubringen, zur Ruhe kommen, sondern das Stück Langs zum Beispiel, also, oho. Aber jetzt wollen wir ja noch etwas anderes. Auch eine Interpretin, die man wahrscheinlich kennt, ist die Joni Mitchell. Ich denke, das wird der meiste sagen. Allerdings nimmt man von der auch immer, wenn überhaupt, andere Platte, die Hegira oder die Blue, und ich bin halt ein ausgewiesener Fan von ihrer Platte Wild Things Run Fast. Kennt auch keine Sau, in Deutschland quasi völlig unterm Radar geblieben, warum auch immer, weiß der Kuckuck. Auf jeden Fall, also Joni Mitchell für Geffen damals gespielt, Wild Things Run Fast, und da würde ich jetzt mal sagen, so als kleiner Muntermacher, das Titelstück. Natürlich, wie immer bei Joni Mitchell, ab der 70er mit super Musikern gespielt, richtige Top-Leute, der ein oder andere. Die meisten davon kennen. Joni Mitchell, ne? He came, she smiled. She thought she had him tamed, but he was just as wild. Also, wer hat denn, ich lese es vor, Quizshow hier, also der Vinnie Colaiuta an the Drums, der ist auch ein ganz bekannter Drummer, am Bass der Larry Klein, Electric Guitar, wir haben eben mit einem Toto-Fan disputiert, der Steve Lukather, spielt Lead Guitar, ja klar, und Joni natürlich. Wild Things Run Fast, also... Weiß der Kuckuck, warum das Ding nie sich gut verkauft hat. Die LP ist auch nur in einer ganz geringen Auflage in Deutschland
erschienen. Also da muss man schon sehr viel Glück haben, wenn man da noch die alte Klassik bekommt. Jetzt sind wir schon wieder durch. Frage, ich mache jetzt noch ein bisschen Werbung für die Platte, ich meine, wo ich dabei gewesen bin. Das ist ein Schweizer Produzent. Kennen Sie möglicherweise? Das ist so eine Jazz-Aufnahme. Schon das erste Volume war sehr, sehr schön. Da wird also auch puristischst analog produziert. Also wirklich Tonband, das Masterband ist gleichzeitig das Tonband. Der geht also nicht hin und macht von der Session-Aufnahme eine Masterband-Kopie, ja, also eine analoge Kopie. Nein, er nimmt die Session-Aufnahme von den einzelnen Sessions für die Titel, schneidet die Use, klebt die Bänder aneinander, dann wird es in der Schweiz auch gemastert und auch gepresst. Auch One-Step-Pressing. Also der gibt sich wirklich alle Mühe. Sock and the Chicks. Das ist Volume 1 oder Volume 2, beides gleich gut. Und dann natürlich sei Ihnen ans Herz gelegt, die auf dem Klangschloss gesehen sind. Und es ist dann möglicherweise schon gepostet. Auch aus der Schweiz. Diese Landenberg-Sessions. Ist allerdings etwas für eher zartere Gemüter. Also da wird nicht geballert und nicht gefälscht. Schon Ralf, ja. Und da ist das Stichwort, der Roland hat da jede Menge von seiner Straight to Tape. Da wird aber auch teilweise ziemlich gerockt. Also das geht dann auch. Wenn das gefällt dir auch, was er macht. Das gefällt dir auch, was er macht. Das Rockzeugs, ja, allemal. Okay, ich habe ihn schon, ich habe ihn schon gezeigt. Stone Studio. Ich bin ja schon genug gesehen. Ja, ja. Und kann ihn als bewundert, wie er, klar, Drums werden heute komprimiert aufgenommen, das muss so sein. Aber wie er den Sound hinkommt, das ist schon exzellent. Und der Ralf schafft ja auch Tape, ne? Das heißt ja nicht umsonst. Straight to Tape. Und also der macht einen super Job. Aber hier auch bei den Landeberg Sessions, also bei ganz anderer Musik mit Hackbrett und Panflöte, also das hat er super gut hinbekommen. Frage ist, soll ich mir diese Tippserie jetzt abschließen mit etwas Rockigem oder vielleicht nochmal was aus dem Bereich Singer-Songwriter? Nur mal Ihnen uns zu zeigen. Wenn man so sagt, es gibt ja heute keine Direktschnitte mehr. Es gibt sie noch. Das ist die Eleanor McEvoy, Forgotten Dreams. Das ist tatsächlich ein zeitgenössischer Direktschnitt. Geschieht die Singer-Songwriter-Musik. Kann man sich auch gut anlassen. Ich will beides machen. Wenn wir nicht ausweilen, wenn wir nicht studieren, weißt du? Ich meine, wenn sie. Wenn ihr das so sagt, euer Wunsch ist mir befehl. Also dann. Ja, ist so. Also, nur Eleanor spielt noch Gitarre und singt. Und dann hat sie noch ein Pianist dabei. Es gibt jetzt ein Lieblingsstück von mir, aber. Life's as random as a deck of cards. Here I am betting my heart. Now I've wagered it on worse odds, all the same.
I was drawn into this sport, a fragment of a girl, nothing but a sad song to my name. Give me some wine, give me some wine. If I can't get your time, give me some wine. Getting some wine's gonna have to do for now. Give me some wine, give me some wine. Ich habe vorgestern im Internet nachgehört. Also es gibt wohl noch welche. Das wäre ja schön. Jetzt gibt es eine goldene Regel, wenn Sie ein HiFi vorführig machen. Die goldene Regel heißt keine Klassik. Es sei denn, Sie wollen, dass die Vorführung lehrt. Wenn Sie Klassik spielen, ist die Vorführung in 0,0 ist die leer. Warum auch immer. Jetzt bin ich natürlich ein großer Klassik-Fan. Und ich bemühe mich ja immer, den Leuten etwas vorzuspielen, was, wo es möglicherweise auch noch ein bisschen Freude dran war. Viele sagen, vor allem die Frauen sagen immer, sehr spezifisch, wenn ich so frage, ja, was soll ich denn spielen? Etwas Schönes. Das bringt mich dann immer in große Nöte. Was zum Teufel mache ich denn jetzt? Ne? Wenn Sie jemals beruflich oder privat mit dieser Frage konfrontiert sind, hätte ich einen Tipp. Und zwar von einem Komponist, wo Kaisau kennt, das ist der Ottorino Respighi. Und der hat unter anderem auch so richtige Chingdarasa-Stücke gemacht, ne, wo so pop, 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 richtig zur Sache geht, großes Orchester, 120 Leute, mache richtig Kapelle. Aber der hat auch was ganz, ganz Schönes.
Ein schönes Whisky. Und zwar hat er sich alte Musik, das ist ja ein Komponist vom 20. Jahrhundert, wo man ja immer auf Schlimmste gefasst ist. Ne? 20. Jahrhundert. Nee, aber man konnte auch richtig schön komponieren. Und zwar von das ist ein Werk, das nennt sich, ich kann das auf Italienisch nicht gut aussprechen. Also der englische Titel ist Ancient Airs and Dances, also Arie Antice und sonst noch etwas. Und da gibt es 3 Suiten von. Und aus der ersten spiele ich Ihnen mal das Stück. Heißt das jetzt gleich? Es fängt ganz, also wirklich ganz, ganz zart und wirklich schön. Das heißt Villa Nella. Wie spiele ich von Richard Haycock? Das ist richtig cool. Mhm. Durch den Kalasch. Mhm. Ich habe genau das Ding in den Seen spielen. Also wenn sie bei ihrem nächsten Date wenn der E-Druck schindet, sagt sie, ja wie, du kennst nicht den Spiegi und sagt, Ancient Airs and Dances. Oh, das kennst du, das ist aber schön. Also, ist Ihnen jetzt feierlich ums Herz oder sollen wir noch einen rocken? Für die feierliche Stimme? Eine möge dann noch ganz feierlich. Also Aurisch, da ist möglicherweise der Komponist einigermaßen bekannt. Das ist der Jean Sibelius. Den kennen wir, ne? Ich hätte gerne das Cover wieder. Hallo. Wo ist denn das Cover? Das Cover. Das ist irgendwo, das ist dahinter. Also, der Jean Sibelius, auch Komponist vom 20. Jahrhundert.
ist ja tatsächlich erst 1957 gestorben mit 92 Jahren. Und das Lustige an Sibelius, der hat irgendwie 1922 aufgehört zu komponieren. Da hat er keine Lust mehr gehabt. Und hat aber glücklicherweise für so Stimmige wie jetzt, ne, ein Stück geschrieben, das heißt Andante Festiv. Und ist eigentlich genau das, was es sagt. Nämlich sehr festlich. Und dann entlasse ich Sie in festlicher Stimmung. Das ist eine Aufnahme von dem schwedischen Label BIS, B-I-S. Die haben recht früh angefangen, digital zu produzieren. Und ja, schön, gar nicht so. Also, auch wieder ein Stück, um Pumpe zu machen. Da gehen wir runter. Er lässt sich ja nicht hin. Vielleicht hat er auch kein Lust mehr. So, also Andante Festivo von Jean Sibelius. Aber das dann wirklich als Rausschmeißer. Angebetete gerade ins Flugzeug gestiegen und fliegt weg. Und er bleibt mit einsamen, gebrochenen Herzen zurück. Das war das Andante Festivo. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr mir so lange zugelassen habt. Dankeschön.